Liebe Zuschauer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Wir befinden uns hier heute auf dem Campus der Hochschule Wismar, passenderweise, denn es geht um das Campus Open Air, was hier wieder im Herbst stattfinden wird. Und neben mir Emmy und Johannes, die sich um das Campus Open Air kümmern in diesem Jahr. Das heißt, erstmal moin. Hallo. Moin. Erzählt mir doch mal ganz kurz, Campus Open Air, ist es euer erstes, das ihr organisiert sozusagen? Ja, also wir als neue Organisationsgruppe machen das tatsächlich zum ersten Mal, haben uns Hilfe gesucht, aber als Studenten jetzt das erste Mal ein großes Festival planen, ja. Wie kommt's denn dazu? Also Lust drauf oder warum macht ihr da mit? Wir sind alle in Gremien, wir sorgen so schon ein bisschen dafür, dass auf dem Campus ein bisschen Leben stattfindet und die Möglichkeit, ein Campus Open Air zu organisieren, hat man, glaube ich, ein-, zweimal im Leben und dann muss man die Chance einfach ergreifen. Ich weiß, es ist ja immer so, ihr verratet am Anfang nicht unbedingt, welche 5, glaube ich, Künstler, die kommen, auftreten werden. Aber ihr habt gesagt, einen würdet ihr mir schon mal so durch die Hand weg sagen. Ja, also einen haben wir offiziell schon announced, das ist Clocklock, der läuft momentan im Radio, auch sehr bekannt mittlerweile schon, mit 6 Millionen Hörern auf Spotify sogar, also relativ groß. Und ein deutscher Künstler und wir freuen uns sehr, ihn dieses Jahr auf dem Campus Open Air begrüßen zu dürfen. So, mehr willst du nicht verraten, ne? Am 23. da wird dann der nächste Künstler announced und dann immer so ungefähr 14-tägig kommen dann auch die nächsten. Also nein, du möchtest mir nicht mehr dazu sagen. Schön, danke. Aber ihr müsst doch mal so ein bisschen was zum Tag selber sagen, weil es ist ja ein bisschen was anders als die Jahre davor, oder? Ja. Wir fangen diesmal nicht so früh an mit dem richtigen Campus Open Air Teil, sondern haben vormittags da im Bereich, wo die Second Stage am Nachmittag ist, einen Workshop-Bereich, wo sich Unternehmen oder auch andere Gremien vorstellen und irgendwas Interaktives mit den Leuten aus der Umgebung machen. Und da suchen wir auch immer noch irgendwelche Leute. Also wenn ihr eine coole Idee habt, was ihr Leuten beibringen könnt, eine kleine Sache, sind wir da gerne offen, da könnt ihr uns kontaktieren und dann kriegen wir das eigentlich geregelt und dann am Nachmittag findet hier dann auf der Wiese das Campus Open Air dann statt. Jetzt haben wir die ganze Zeit so schön gesagt, das Campus Open Air findet statt, wir haben noch gar kein Datum genannt. Emmy, hilf uns mal. Am 23.09. wird es dieses Jahr stattfinden. Um 11 bis 15, 15.30 wird der öffentliche Teil sein, ohne Ticket. Und dann am Nachmittag bis 23.30 voraussichtlich dürfen wir die Künstler auf der Hauptbühne präsentieren. Und da ist dann auch mit einem relativ günstigen Ticket für Studis von 18 € die Möglichkeit, auf jeden Fall dabei zu sein. Und die kriege ich wo? Die kriegt ihr online. Also wir haben auch mittlerweile eine wunderschöne Webseite wieder. Wir haben einen Instagram-Account, der wieder super schön geführt wird. Wir arbeiten mit anderen Unternehmen zusammen, also ist auf jeden Fall alles online möglich. Und wir verzichten der Umwelt zuliebe auch auf die Versandkosten von Hardtickets. Okay. Dann sage ich an der Stelle recht herzlichen Dank. Wir sehen uns bestimmt noch wieder in den kommenden Wochen. Und ja, was soll ich sagen? Kaufen Sie ein Ticket, ne? Oder kauft ein Ticket, 23. September hier auf der Campuswiese. Und witzigerweise tatsächlich wieder andersrum, so wie früher. Das heißt, die Bühne wird hier hinten hinter uns dann stehen und uns beschallen. Ich verabschiede mich, machen Sie es gut, schöne Woche. Tschüss.